Ah, da ist unser nächster Gegner. Ich habe mir ein paar Tränke gekauft bei Martas Rast. Segreto! Mal schauen, ob ich das erstmal hinkriege. Wenn nicht, ihr kennt das Prozedere. Na du? Segreto gab es auch in anderen Final Fantasies. War immer ein ziemlich knackiger Freund. Autsch, und hier ist es anscheinend nicht anders. Ah. Ich zauber dich mal zu Tode, hm? Wie klingt das? Klingt gut? Bin ich voll dabei. Bumm! Bumm! Alles klar! Da haut ganz schön rein. Ah, wie vorhin. Nicht so aggressiv sein. Aber ich mag aggressiv. Das macht so Spaß! Problem ist nur mal verliert dann. Oh, schöne Parade. Alle ab. Fritzel. Und bitte schon hinlegen. Abgereicht. Ah, weg da. Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht? Jetzt kann es losgehen. Hey! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hopp, danke, Lokal. Oh, und schön hinlegen. Erstmal ein bisschen heilen hier. Dankeschön. Das ist jetzt für mich besser. Ohne Heldtränke könnt ihr das fast vergessen hier. Oh, große Schwinger wieder. Weg da. Dann schwing mal. Wing, wing, wing. Alter, der hat mein Torgal. Wie kannst du nur? Du hast mein Torgal gehauen. Und dann mehr als einmal. Dafür kriegst du. Oh, das hast du verdienst. Und zwar derbe! Juppie! Keine Gnade für die, die Torgal verhauen! Und zwar definitiv keine Gnade. Aber jetzt so verhauen, das glaubt ihr gar nicht. Hep. Schön blitzig hier. Ah, das wieder. Ich gehe dann mal, ne? Schwing, 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 schwing. Das war ein bisschen zu knapp hier. Nochmal. Okay, jetzt geht's ja. Autsch. Komm. Leg dich mal hin, bitte. Jetzt aber. Alle ab! Der rasende Bulle ist wieder unterwegs. Schön drauf reicht, der bleibt, da geht er schon. Uiuiuiui. Packt er und ist fast tot. Aber du bist vorher weg! Komm schon, komm schon. Zack, 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 zack. Mir ist egal, dass ich Schaden nehme. Dankeschön. Puh, also der war wesentlich einfacher als die andere. Der war wesentlich einfacher. Ich glaube, das hat man gesehen.
Der war leichter zu lesen. Ja, Stufe 29. Und meine Maus ist im Bildschirm. Entschuldigung. Eine Minotaurus-Mähne gibt's dafür. Nicht ganz, dass ich gebraucht habe. Jetzt können Marthas Gäste beruhigt schlafen. Ja, hoffentlich. Gut, dann auf zurück zum Versteck. Ich frage mich immer, wo ich das andere Item herkriege für diese Rüstung. Muss auch ein Auftrag sein. Ich glaube, anders geht das gar nicht. Gut, das mit den Blumen habe ich, wie gesagt, offscreen gemacht nochmal. Das war ein bisschen, ja, hätte schlimmer werden können, ganz im Ernst. So, Moment, Schledorn. Wie kann ich helfen? Ich glaube, ich habe da was für dich. Willst du was schmieden? Falsch, da geht's. Ja, nämlich den Gurt will ich haben. Sollte eine Weile halten. Dankeschön. Und für das andere brauche ich das Elektrum, ne? Ja, warte, das war das Elektrum. Ah, die gallenartige Masse, das fehlt noch. Den Resten habe ich. Gut. Und? Danke, Schledorn, für deinen schönen Gürtel. Bisschen mehr Verteidigung ist immer gut. Das war mal ein bisschen chillig. Okay, bis auf der eine Gegner, der mich zerlegt hat aus den Ruinen. Aber der hat auch reingehauen, ey. Holla, die Waldfee. Das sind jetzt noch die B-Kämpfe, ne? Ich gehe davon aus, dass es später noch höhere Rangekämpfe geht. Ich glaube, da muss ich schauen, wie ich die angehe. Nicht immer so aggressiv. Ich mag es mal aggressiv. Das macht so Spaß. Ich freue mich, dich wieder bei uns im Garten zu begrüßen, Cid. Gibt es Neuigkeiten? Yep. Ich habe mal Blumen für dich. Ohne Bienen leider. Ich habe die Blumen gefunden. Oh ja, wundervoll. Genau wie sie in meinem Buch beschrieben wurden. Erzähl, war es schwer, sie zu finden? Nö. Die Suche selbst war nicht schwer, nein. Weißt du, der Duft erinnert mich an meine Kindheit. Damals habe ich nicht drauf geachtet, aber vielleicht wuchsen sie auch im Schlossgarten. Wenn ein Extrakt daraus die Wirkung von Arzneien verstärkt, dann wurden sie sicher auch in den Tinkturen und Heiltränken für meinen Bruder verwendet. Wenn sogar eure Hofärzte auf die Wirkung vertrauten, dann ist das ein Grund mehr, sie hier bei uns im Garten anzubauen. Cid, ich werde dir zum Dank etwas davon geben und vielleicht wird es dir eines Tages das Leben retten. Ich muss nur die Essenz aus den Blüten extrahieren. Viel Spaß. Ich kann mich nicht mehr erinnern, waren wirklich diese Blumen im Garten? Das ist für mich auch schon wieder fast eine Woche her. Ich weiß es gar nicht mehr. Schande über mich. So. Schon fertig. Eine Ampulle reinsten Nixenkelch-Extrakts. Dankeschön. Ein einziger Tropfen genügt, um die Wirksamkeit deiner Heilmittel zu steigern. Zumindest hoffe ich das. Ich gehe davon aus, dass es so ist, mein Guter. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Nixenkelch-Extrakt wird zur Verbesserung der Wirkung von Mitteln benötigt. Muss man das ausrüsten? Nee, es ist instant aktiv. Gucken wir mal. Auf jeden Fall kam gerade diese Nachricht mittelverstärkt. Also irgendwie hat er was. Du hast etwas Nixenkelch-Extrakt erhalten, mit dem du ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel verbessert wird. Heiltränke als auch Supertränke stellen mehr Lebenspunkte wieder her. Stärke, Sterne und Löwenherz-Tonika wirken über einen längeren Zeitraum. Nice. Dann wollen wir diese neuen Samen mal einpflanzen. Da bin ich jetzt aber neugierig. Um wie viel ist das besser? Also wenn der Spieler schon so sagt, ne, dann sollte es schon ordentlich sein. Sieht man das Effekt auch, wenn ich die Tränke nachkaufe? Ich schaue das jetzt mal kurz. So viel Zeit muss jetzt sein. So viel Zeit muss jetzt sein. Düdüm, bam, bam, bam. Düdüm, badadüm. Hallo, Charon. Was ist? Ich hab nicht den... Hast du ein paar Tränke? Oh, also der Supertrank stellt jetzt 48% meiner HP wieder her. Ich hoffe, du hast es passend. Nice. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Soll ich mal ein Elixier kaufen? Ja, just in case kaufe ich mal eins. Du machst mich noch arm, mein Junge. Just in case mal. Problem ist nur, ich muss noch das umstellen, dass ich sage, ich hätte gern das Elixiere hier meiner
Schnellleiste. Wie ging das nochmal? Schnellmenü. Und dann bitteschön. Dankeschön. So, dann jetzt auf zur Krankenstube. Zumindest sieht es nicht so aus, als gäbe es jetzt hier noch was zu tun. Ne, sieht ziemlich questlos aus. Gut, dann hoffe ich, du hast noch einen Kristall zerstört, dass es der Chili gut geht. Aber bevor wir zur Chili gehen, habe ich hier gesehen, dass hier was leuchtet. Hier, bei der Wand der Erinnerungen. Ah ja, Martells Äpfel. Stimmt, das ist jetzt neu. Da haben wir ja letztens die Sidequest gemacht. Die können wir uns nochmal angucken. Das ist cool. Aber Briefe gibt es keine, ne? Nope. Eben diese kleinen Kleinigkeiten, die man hier verpassen kann. Das ist so derbe. Das meiste, was Neues, wird eh so mit so goldenen Kügelchen immer markiert. Also wenn ihr merkt, da ist so ein goldenes Kügelchen, wie hier bei den Obelisken, könnt ihr mal vorbeischneiden und sagen, mal schauen, was da neu ist. Und ja, bei Obelisken sind das immer die storytechnischen Sachen, dass man die nochmal nachspielen kann, sagen kann, jo, ich gebe ein paar Punkte. So, Hippokrates. Wie kann ich euch heute behilflich sein, Clive? Mit schöner Musik kannst du mich behilflich sein. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Na, mir erzähl mal wieder die Abenteuer. Stufe 4? Jawohl. Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Ich finde das immer so cool mit dem alten Jingle von Final Fantasy. Mit den sehr alten. Und ja, das alles, was hier steht, das lese ich später mal vor. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen? Andermal, mein lieber Hippokrates. Das wird eine lange, lange, lange Leserunde, habe ich das Gefühl. Darf ich überlegen, ob ich das in mehreren Parts schneide oder in einen überlasse? Es kommt drauf an, wie lange es dauert. Ich werde mir auf jeden Fall was zum Trinken herstellen. Ich glaube, danach habe ich so einen trockenen Hals, das glaubt man gar nicht. Kupkaskade ist in letzter Zeit nicht mehr in Dalimir gesehen. Disser, ja? Vielleicht die Willkommen beim Stehenstifter. Du hast was für mich, ja, nämlich den Bataillon des Klerikers. Her damit. Hier, bitte. Dankeschön. Als nächstes gibt's ein Fußreif und ja, ich brauche mehr Ruhm. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Und du hast jetzt nichts Neues, mein lieber Nektar? Nebenbei, mir ist das jetzt erst aufgefallen. Der Mokri heißt Nektar. Unser Schokobo heißt Ambrosia. Nektar und Ambrosia? Irgendjemand hier? Sagt das euch was? Mir ein bisschen. Gut, wir haben alles dabei. Irgendwie ist das cool. Nektar und Ambrosia. So. Chill, geht's dir gut? Schau mal rein. Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich. Danke. Ich versuch's. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe. Sag mir bitte, wenn es dir zu viel wird. Die Schmerzen. Schmerz ertrage ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Nein. Es ist nur... Verzeih mir. Wo bist du? Falsches Timing, mein Freund. Hier drin. Was ist los? Wo
Rosalith wird angegriffen. Was? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache von Drachenfang. Hugo Kupgars Leibgarde. Sie zerlegen die ganze Stadt und versuchen, ins Schloss einzudringen. Sie suchen mich. Ich fürchte ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Cid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill, ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Cid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs, um mich zu finden. Außerdem werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Hugo Kupka muss sterben. Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen. Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los. Lasst uns ihn kalt machen. Ich komme auch. Schließlich stecken wir alle da drin. Also gut. Das ist irgendwie krass. Ich sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Ja. Was ich so wir krass finde? Genau wissen, was uns erwartet. Ich kann es euch sagen, was ich krass finde. Der sucht Clive oder der hinter dem Namen Cid versteckt, wo er jetzt weiß, wer das ist, und tut dafür alles niederbrennen. Wirklich alles. Das ist crazy. Na gut, so holt er ihn, so er ihn hervorlocken, ne? Es, von seiner Sicht macht Sinn, aber er geht das falsch an, der gute Kupka, finde ich. So, und hier leuchtet auch was Schönes. Vivian, hast du was Neues? Oh, mein Lieblingsschüler. Erlaube mir, dich aufzuklären. Ah. Da kann man wieder... Gut. Schade Vergangenheit. Wenn man das nicht ganz mitkriegt, weil das hier abgeht. So, Otto, erzähl mal. Was geht da ab in Rosalith? Hast du mit Geoff gesprochen? Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen habe. Weißt du mehr? Nicht viel. Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Zambrek aufmacht. Erst recht nicht unsere Leute in den Provinzen. Sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivian versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden. Alles klar. So kann man auch hinterher geschickt werden. Na, Mugri, wie geht's dir? Ich habe dich im Hintergrund gehört. Und ich habe gerade mit Vivian gesprochen. Ha, typisch ich. Sieh an, ein Besuch von meinem Lieblingsschüler. Also gut, wo haben wir zuletzt... Ach, das ist ja überraschend. So gut besucht sind meine Vorträge selten. Wie sagt man noch? Bisschen Bildung... schadet nie. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die Lage dort? Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Oder den Berater in wirtschaftlichen Expansionsfragen, wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an letzterem je gemangelt hätte, denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie.
Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privatheer. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Sanbrexis Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pattsituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht wurde die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosalits dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja. Den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalit ansteuert, haben die Hüter sofort die Evakuierung der Menschen dort in Angriff genommen. Die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Hugos Männer sichern die Buitbrücke. Alle Versuche der kaiserlichen Armee, sie ihnen zu entreißen, waren erfolglos. Zudem scheinen sie aus den Fehlern Sanbrecks gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. Die Küste um Rosalit wird lückenlos von Dalmekia bewacht. Und nun sag, mein Schüler, wo denkst du, liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden. Wir überqueren die Grenze am Phönixtor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss. Ein kleiner Umweg, doch so werden wir nicht entdeckt. Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie? Ja. Mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut. Wir sollten los. Jawohl. Da bin ich dabei. Der Kupka ist von Anfang an sogar für ein bisschen komisch, sag ich mal. Na dann, auf geht's nach Rosalit. Auch heute noch unter Kaiserherrschaft enden die hohen weißen Mauern von Schloss Rosalit an die stolze Vergangenheit des einzigen Großherzogtums.